Big generator, moving to the left. Hallo und willkommen zu Albenrevue. Tja, Big Generator, wo anfangen? Nun, 90125 war dieser gigantische Erfolg, mit dem niemand gerechnet hatte. Und diese etwas seltsame Band hatte sich irgendwie zwischen all den jungen Wilden von Duran Duran, Human League, Depeche Mode und Frankie Goes to Hollywood hindurchgedrängt und hatte es tatsächlich irgendwie geschafft, komplett relevant zu bleiben. Nun, zu weiten Teilen dank Trevor Rabin, aber natürlich auch Trevor Horn. Es war die Ära der zwei Trevors in der Yes-Geschichte. Nun ist es so, dass Yes immer eine sehr fluide Band war, in der die Dynamiken nie stetig waren. Und wer in der Band für den Erfolg sorgte, hatte unglaubliches Mitspracherecht. Somit setzte sich Trevor Rabin die Regiemütze auf und war de facto der Bandleader und der Produzent. Trevor Horn war noch immer mit an Bord, obwohl die Zusammenarbeit mit Yes zunehmend seinen Terminkalender belastete, weil Trevor Horn zu diesem Zeitpunkt einer der gefragtesten Produzenten in London war. Er galt eben als Hitmacher. Trevor Rabin wollte bei den Aufnahmesessions auf die neuen Aufnahmesysteme setzen, insbesondere die digitale Klangbearbeitung. All das neue Zeug damals, sie alle drifteten in diese Richtung. Alan Parsons, Ian Anderson. Das Problem mit dieser Technologie war oft, dass es nicht wirklich zuverlässig funktionierte und viele Bugs hatte. Dafür waren ja die letzten 40 Jahre dann, diese Bugs alle auszubügeln. Und so begann der Aufnahmeprozess für Big Generator als eine der langatmigsten Anekdoten der Yes-Geschichte. Die Aufnahmen dauerten ungelogen zwischen 1985 bis Herbst 1987. Chris Squire witzelte oft, dass auf manchen Stücken Bassspuren von ihm waren, die 18 Monate auseinanderlagen und dass er sich zugleich auch nie so richtig sicher war, inwieweit das noch seine Aufnahme war. Das hatte dann auch viel damit zu tun, dass über so lange Zeiträume die Band stetig auseinanderlief. Sie alle hatten ihre Familien und Ehen und Kinder. Und Trevor Rabin war ein extrem talentierter Multiinstrumentalist. Das heißt, wenn er allein im Studio saß und etwas bearbeitete und zu einer Keyboard-Passage kam, die er lieber neu aufnehmen wollte, weil ihm daran etwas nicht gefiel, dann rief er nicht bei Tony Kay an, damit dieser dann für den nächsten Take eingeflogen werden konnte. Er ist ein Multiinstrumentalist. Er geht schnell auf die andere Seite der dicken Glasscheibe und nimmt die Passage mal schnell auf. Das kam nicht immer bei den Bandmitgliedern so gut an. Trevor Horn stieg aus diesem etwas bizarren Prozess nach wenigen Monaten aus. Ich weiß nicht, was er von der Musik so hielt, aber er hatte eine gesunde Ausrede, dass er so lange Projektzeiten unmöglich einhalten konnte, zumal ihm unentwegt Bands und Sänger die Bude einrannten, weil sie alle mit ihm arbeiten wollten. Gleichzeitig akkumulierte sich da auch ein gewaltiger Druck, denn die Plattenfirma machte keinen Hehl daraus, dass sie sich ein zweites Owner of a Lonely Heart wünschten. Doch Hits sind nicht etwas, das man auf Bestellung ordern kann. Die sind schwer zu machen und häufig sind sie das Ergebnis von mehreren glücklichen Umständen, die da zusammenspielen. Von der anderen Seite nüllte John Anderson in Trevor Rabins Ohr mit einer ganz anderen Botschaft. Er meinte, jetzt haben wir wieder ein großes Publikum, nutzen wir das doch für etwas Besonderes aus. Mehr Verrücktheiten, mehr Unberechenbarkeit. Da kamen natürlich die vertrauten Topographic Oceans Anwandlungen durch. Trevor Horn fand das alles furchtbar und manövrierte die Aufnahmesessions unentwegt in einer Weise, die es John Anderson verleidet hatte, seine eigenen Stücke ins Spiel zu bringen. Das trug auf jeden Fall nicht zur Harmonie in der Band bei. Wir, die Fans, bekamen damals nichts davon mit. Das ist alles noch 15 Jahre vor dem Internet und 25 Jahre vor Social Media. Damals kam es nicht vor, dass ein beleidigter Musiker sich schnell auf Twitter auskotzt und wir kriegen mit, wie diese Leute wirklich denken. Somit, Yes hatten hier in gewisser Weise den Ball fallen gelassen, denn sie hatten sichtlich das
unglaubliche Momentum, das sie durch 90125 besaßen, komplett verschwendet. 1985 und 1986 hörte man von der Band so gar nichts. John Anderson nahm inzwischen Three Ships und In the City of Angels auf. Er probte sich als Popstar in Kalifornien. Als dann endlich Big Generator herauskam, war es eine massive Enttäuschung, zumindest für mich. Eigentlich kann man gar nicht genug betonen, wie enttäuschend das damals war. Denn Big Generator hätte wohl so eine Art 90125 Teil 2 sein sollen. Und auf eine gewisse Art und Weise setzt die Musik dort an, wo das vorangegangene Album aufgehört hat. Aber es war ebenso krass getränkt in die damals angesagte Popmusik. Es versucht sich eben an einer Musik, die nun von Bands wie Aha und Pet Shop Boys und Foreigner und Mr. Mister bestritten wurde. Und zwar besser bestritten wurde. Aber das bedeutet nicht, dass das ein durch und durch schlechtes Album ist. Es ist nur eine Pille, die schwer zu schlucken war, wenn man, wie ich damals, Rockmusik als einen Ausdruck von Counterculture hörte. Denn das hier war nicht Counterculture, das hier war Mainstream. Das war kommerzielle Scheiße der ersten Garnitur. Das Album war so schmalzig und so von Hit-Bestrebungen triefend, dass es sogar Asia aufregend klingen ließ. Es war nicht so sehr zum Kotzen, als dass es einfach nur irgendwie traurig war, fand ich damals. Doch falls du nun denkst, dass das hier jetzt ein gehässigter Rant und Verriss von Big Generator wird, dann muss ich dich doch auch ein wenig enttäuschen. Erstens, ich bin nicht mehr 16. So alt war ich, als das Album erschien. Und was ich hier so gerade tue, ich versuche das 16-jährige Ich heraufzubeschwören und zu demonstrieren, wie unglaublich enttäuschend es war, 4 Jahre auf eine Fortsetzung von 90125 zu warten und dann Big Generator zu kriegen. Seitdem sind über 30 Jahre vergangen und somit möchte ich an dieser Stelle das Album doch eher neu bewerten, neu evaluieren. Finde ich es großartig? Absolut nicht. Aber ich finde es auch nicht grottenschlecht. Ich fand es auch damals nicht grottenschlecht. Es fühlte sich damals einfach nur so gänzlich sinnlos an. So nach dem Motto, hey, Jungs von Yes, wenn ich diese Art von Musik hören will, höre ich lieber Prince und andere Leute, die 20 Jahre jünger als ihr seid. Aber das spielt heute alles keine Rolle mehr. Was an diesem Album auffällt, ist, wie unglaublich filigran es ist. Es ist überladen mit interessanten und sichtlich exzentrischen Aufnahmeideen. Ich bin sicher, aus der Sicht eines Tontechnikers oder Produzenten oder jemand, der es werden möchte, ist es ein extrem reizvolles Album, denn es zeigt, was man alles machen kann. Trevor Rabin hat tolle Arbeit geleistet und ein Album miterschaffen, das auf der Ebene der Details unglaublich filigran und gewitzt ist. Es klingt gut, der Sound ist gigantisch. Aber ich bin da eben zerrissen, weil mir die Kompositionen meistens nicht gefallen. Oder zumindest, sie muten mich extrem trivial an. Aber auch hier gibt es dann einzelne Versatzstücke, die einfach nur großartig sind. Aber es fällt zum Beispiel auf, dass man sich komplett von dem klassischen Yes-Harmoniegesang verabschiedet hatte. Was ja sicherlich schade ist, weil gerade dieses Trio aus Rabin, Anderson und Squire so gut darin war. Aber das war eben in dieser Zeit so gar nicht angesagt. Das Album war kein kommerzielles Desaster. Im Gegenteil, es positionierte sich eigentlich moderat in den Charts und gewann hier und da goldene Schallplatten und auch Platin. Es war nicht so ein Smash wie 90125, fand ich. Zum einen, weil die Band wirklich zu lange gebraucht hatte, das Album aufzunehmen und somit die von 90125 erzeugte Dynamik verpuffen ließ. Und zum anderen waren die Stücke in 1987 irgendwie nichts Besonderes. Davon gab es plötzlich sehr viel und MTV quoll von Stücken über, die wie Big Generator klangen. Und ich rede gar nicht davon, dass das 0% Progrock war. Das ist klar. Damit war die Band augenscheinlich durch. Aber als 90125 rauskam, war die Reaktion, wow, ich habe noch nie vorher Rockmusik gehört, die so slick, so glatt poliert, aber auch auf eine befremdlich mysteriöse Art und Weise originell ist. Doch als Big Generator rauskam, war es mir ein, klingt ein wenig wie Asia, klingt ein wenig wie Survivor, klingt ein wenig wie Phil Collins.
Die Qualität von Big Generator fußte fast exklusiv auf der filigranen, gekonnten und teilweise innovativen Produktionsweise. Aber das kriegten die Kids gar nicht so viel mit, weil sie darauf nicht achteten. 1987 teilte sich die Welt in zwei Lager auf. In dem einen Lager scharten sich die Leute um Metallica herum und in dem anderen Lager scharten sich die Leute um Pet Shop Boys herum. Keiner wartete da auf irgendetwas Bahnbrechendes von Yes. Aber ich kann eben schon verstehen, dass manche Leute dieses Album großartig finden und interessant. Ich glaube, in gewisser Weise ist es ein analoges Erlebnis zu Stereotomy von The Alan Parsons Project. Stereotomy ist grundsätzlich nicht schlecht, aber unterschwellig fühlt man sich etwas beraubt. Auch wenn man am Anfang nicht so recht benennen kann, was das ist. Der erste Track ist Rhythm of Love, vermutlich der größte Hit auf diesem Album. Es ist eine solide, gekonnte Popnummer und die eine Nummer von diesem Album, welche die Band auch in den darauffolgenden Jahrzehnten immer im Live-Programm besaß. Wie auf den meisten Stücken dieses Albums ist Alan Whites Schlagzeug hoffnungslos langweilig. Trevor Rabins Gitarre ist hier allerdings ziemlich gigantisch. Der nächste Track ist der Titelsong Big Generator. Hier tobt man sich allerdings so richtig aus mit Sampling und Klangeffekten. Es ist eine witzige Nummer, die im Detail wirklich großartig klingt, aber in ihrer Gesamtheit wiederum extrem banal anmutet. Big Generator, hands up on the wheel, moving to the left, moving to the right. What the fuck? Aber dann kommen irgendwelche 15 Sekunden, die einfach total faszinierend klingen. Shoot High, Aim Low ist für mich eines der Highlights auf diesem Album, wenn auch nicht mein Lieblingstrack. Dazu kommen wir noch. Und trotz einer unbestreitbaren Pop-Ästhetik ist das hier ein faszinierender Track, der eine gewisse Gravitas heraufbeschwört, die es bei Drama und bei 90125 en masse gab, die hier aber inzwischen sehr selten geworden ist. Und John Anderson und Trevor Rabin singen hier ein interessantes Duett und diese krassen 16. Legato-Licks von Trevor Rabin sind schon sehr witzig. Ich meine, es hat alles diesen Highschool-Sound und während man es als später Teenager hört, weiß man bereits selbst, dass man davon in zwei Jahren nichts mehr hören wird wollen. Aber so ist es nun mal. Aber es ist keine schlechte Nummer eigentlich und Alan Whites Schlagzeug ist hier deutlich aufregender als auf dem Rest des Albums. Die nächste Nummer und die letzte auf der A-Seite ist der Poprock-Kracher Almost Like Love. Das Lied hat etwas Perverses, denn es klingt wie Yes, aber es bleibt unklar, warum sie eine solche Musik machen. Und ich bin kein Fan von Tracks, die eine Snare haben, wo Viertelschläge geschlagen werden, so quasi Punkrock-artig. Aber erneut im Detail findet man auch hier kleine Häppchen, die musikalisch total interessant sind. Aber man muss dazu eben in Kauf nehmen, sich ein Lied anzuhören, das einem gar nicht gefällt. Zum Beispiel ist da dieses ziemlich großartige Trevor Rabin Gitarren-Solo. Aber alles in allem, ich will diesen Song nicht öfter hören müssen als alle 15 oder 20 Jahre. Die B-Seite beginnt mit Love Will Find A Way, einer reinen Trevor Rabin-Komposition. Bis jetzt waren die ganzen Stücke auf dem Album reine Gemeinschaftskomposition, an denen die ganze Band mitgearbeitet hatte. Das hier ist eine ungeheuerliche Schnulze, die aber ursprünglich für Stevie Nicks gedacht war. Und das wäre ein perfekter Stevie Nicks-Song gewesen. Das Witzige ist, dass das die erste Single von diesem Album war, die mit einem eigenen Video daherkam für die MTV-Crowd. Das war also der erste Appetizer, den ich von diesem Album bekam. Da kann man sich denken, wie einem das Herz sank. Ich meine, wäre ich ein professioneller Studiomusiker, ich könnte sicherlich den lässig gekonnten Gitarrensound von Trevor Rabin hier wertschätzen. Und die Gesangsaufnahmen, die hier ausnahmsweise wieder in Harmonien sind, die klingen ziemlich toll. Aber es ist halt totaler Schlock mit einem monotonen Snare Drum. Spätestens an der Stelle, als die Mundharmonika erklingt, möchte man sich als Yes-Fan einfach nur erschießen. Alles Gesagte gilt irgendwie auch für Final Eyes, den sechsten Track auf diesem Album. Es sind Elemente drin, die mir gefallen und Elemente, die sichtlich nerven. Das siebte Lied auf diesem Album heißt I'm Running
Und das ist das große Highlight für mich hier. Das ist für mich mit Abstand der beste Track auf dieser Platte oder CD oder LP. Aber hallo, das ist eine großartige Nummer, die man absichtlich nach hinten weggeräumt hat, weil man nicht geglaubt hatte, sie hätte Hitpotenzial. Mit 7 Minuten 30 ist es das längste Stück hier und obwohl es etwas kitschig anfängt, ist es nach 30 Sekunden bereits ein wirklich origineller, abgefahrener Song. Großartige Nummer. Das letzte Stück auf diesem Album trägt den Titel Holy Lamb, The Song for Harmonic Convergence und ist eine kurze, dreiminütige Nummer, geschrieben allein von John Anderson. Es ist das einzige Stück auf dieser LP, dass es ihm gelang, in den Mix einzuschleusen. Und es mutet sichtlich wie etwas an, das eigentlich auf eines seiner Soloalben gehört. Aber das Arrangement ist sehr zeitgemäß und eigentlich auch recht aufregend. Es ist eigentlich nicht die schlechteste Nummer hier, aber popschmalzig wie die Hölle. Mit dem Abstand der Zeit kann ich mit Gewissheit sagen, dass Big Generator für mich nicht das schlechteste Yes-Album ist. Da würden noch ganz andere Missgeburten das Tageslicht erblicken. Zumindest ist Big Generator ein recht kohärentes und rundes Popalbum, das in Trevor Rabin einen Frontmann hat, der einfach gerne im Studio war und sich dabei gerne Herausforderungen stellte. Und deshalb hört man da ein paar richtig abgefahrene Sachen drin passieren. Aber sind es großartige Songs? Ich schätze, das muss jeder für sich selbst entscheiden. Aber auch wenn man diese Stücke gut findet, hat man vermutlich Mühe, sich für sie wirklich zu begeistern. Ich meine, zu begeistern. Das ist ein Zustand und ein Wort, das man nicht zu lax in den Mund nehmen sollte. Es gibt tolle Gitarrenpassagen auf diesem Album. Das Schlagzeug von Alan White ist die meiste Zeit eher grotesk. Der Gesang ist solide und profitiert eher von gewitzten und verschlungenen Background-Vocals, die Trevor Rabin im Nachhinein im Studio aufgenommen hatte und hier und da einstreute. Manchmal sind es nur irgendwelche exaltierten Aufschreie. Somit, ich gebe hier etwas stöhnend und seufzend 2,5 Sterne. Es wäre unfair, das Album einfach nur zu verreißen. Da steckt viel Schweiß und Herzblut drin. Und das hört man. Und keiner der Songs ist wirklich grässlich. Es ist auch manch ein effektiver Ohrwurm dabei. Aber für mich ist es eines dieser Alben, die ich zwar nicht schlimm finde, aber wenn sie vorbei sind, bin ich irgendwie auch froh. Und wenn ich dann die CD zurück in die CD-Hülle einlege, schüttle ich meistens unterbewusst den Kopf. Was sagt uns das? John Anderson hatte von all dem offensichtlich auch den Trichter voll, denn er stieg nach diesem Album erstmal aus der Band aus, zum zweiten Mal bereits. Er plante eine Rochade, eine gentechnische Band, die er wie einen Homunculus in Reagenzgläsern herstellen würde. Und dafür brauchte er das Genmaterial von Bill Bruford, Steve Howe und Rick Wakeman. Und über diesen Wahnsinn dann in der nächsten Episode dieser Reihe. Das war Big Generator von Yes aus dem Jahr 1987. Macht's gut!